Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Poke First Day. Eine Woche ist wieder um. Das bedeutet, es ist Pokémon Time. Ja, wir haben uns im letzten Part bis zum 8. bis zum 9. Stock hochgeschlagen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der 10. Stock. Und dann geht's schon zu Giovanni. Wer bist du denn und was willst du hier? Ja, ich bin nur auf Erkundungstour und will jeden einzelnen Rockedrüppel den Hintern versohlen. Ein Traumato. Spukball. Oh, sogar ein Crit. Schön. Kann das sein, umso mehr unser Evoli uns mag, umso mehr Crits bekommen wir? Kann das sein? Oh, ein Zubat. Aber sie haben voll... Team Rocket hat ganz schön wenig wenige Zubats eingesetzt. Finde ich ganz schön, dass die Entwickler darauf mal geachtet haben. Weil in der ersten Gen war es so, da haben sie wirklich viele Zubats und viele Golbats eingesetzt. Und wir haben immer noch nicht gegen Mauzi gekämpft. Also von Team Rocket, ne? So. Was hast du denn hier bewacht? Ein Dorbeilex hier. Das ist, glaube ich, auch das Erste, was wir finden. Warum mache ich mir das so umständlich? Din, din. Aber, was ich nochmal machen wollte... Ich arbeite lieber für Team Rocket als für die Slip Company. Ja. Zwei Pokémon hast du, mein Freund. Ein Slimer. Level 35, wir sind 20 Level drüber. Sternschauer sollte doch ausreichen, oder? War auch ein Crit. ...46 für Glurak. Eine Magma. Risikotackle. Kein Erbarmen für euch. Wieder ein Crit! Ja, moin! Da hätte ich auch Sternschauer gehen können. Ich bin das ja eigentlich sonst immer gewöhnt, dass die Gegner immer so viele Crits bekommen. Ich hoffe, ich bereue meine Aussage nicht. Oh, Lockparfüm. Die erste halbe Portion, die hier reinspaziert kam, war schon viel zu stark. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's auch noch du. Ihr habt überhaupt nichts hier, überhaupt nichts verloren. Was wollt ihr verflixten Kinder denn von uns? Wir müssen hier hin, oder? Nein, das war der Falsche! Wir müssen doch in den ersten Teleporter. Ja. Will er etwa gegen mich kämpfen? Okay. Nein! Keinen Schritt weiter! Nicht schon wieder dieser Typ. Mich werdet ihr so schnell nicht los. Ich kann es auf keinen Fall zulassen, dass ihr bis zum Boss vordringt. Wie bitte zum Boss? Heißt das etwa... Giovanni ist hier. Der Boss von Team Rocket hält sich also in diesem Gebäude auf? Dann ist doch klar, was wir zu tun haben.
Geh, Torti, das ist deine Chance, ihn zu besiegen. Und du kriegst es mit mir zu tun, alter Mann. Alter Mann. Hier hat man sonst früher in der ersten Gen immer gegen Gary gekämpft. Gegen Blau. Bleib sofort stehen, du Rotzlöffel. Der Boss steckt gerade mitten in einem wichtigen Gespräch. Klar, wenn du glaubst, dass wir dich da einfach reinspazieren lassen, hast du dich geschnitten. Miauz! Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir gegen Team Rocket kämpfen. Finde ich schade. Aber gut. Ich finde, sie hätten auch nochmal zwei Pokémon einbauen können, weil ich glaube, Jesse und James hatten da auch zwei Pokémon. Satzenia zum Beispiel bei James. Ich weiß aber nicht, was Jesse hatte. Egal, gehen wir erstmal auf den Risikotackle auf Arbok. Und den Luftschnitt auf Smogmog. Wieder ein Crit! Wieder mal hin. Ja, ist klar, Smogmog. Smogmog beherrscht Flammen, Blitz, Elektroattacken, Feuerattacken, ja moin. Oh, Spukball. Und beende es mit Ruckzuckieb. Ja, sieht so aus, als wäre das mal wieder ein Schuss in den Ofen. So, und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich Evoli nach hinten tun will. Lassen wir doch Kingla mal nach vorne, oder? Ich will den Krabhammer ausprobieren. Ne, hier ist nichts mehr. Okay, Giovanni. Herr Präsident, Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie mich täuschen können. Der Meisterball, er ist längst fertiggestellt. Hab ich recht? Die Produktion eines Meisterballs ist sehr aufwendiger, als Sie denken. Und jetzt, wo ich weiß, wer sie wirklich sind, da will ich auch gar nicht, will ich ihn auch gar nicht mehr fertigstellen. Wie war das? Sie haben richtig gehört. Wir lassen uns nicht von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma wird Ihnen auch nicht dabei helfen, eine Armee starker Pokémon zu erschaffen. Erst recht nicht basierend auf irgendwelchen gestohlenen Forschungsergebnissen. Na na, unsere Abmachung sah aber anders aus, Herr Präsident. Wenn Sie sich dreist weigern, ist es Ihnen bestimmt auch egal, was aus Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Sieh an. Torti ist also auch wieder da. So sieht man sich wieder. Leider hatten der Präsident und ich gerade ein paar geschäftliche Dinge zu regeln. Wichte wie du haben da Sendepause. Halte dich lieber aus den Angelegenheiten von Erwachsenen raus. Ansonsten wirst du eine Welt voller Schmerzen kennenlernen. Okay, mal schauen, ob er mehr Pokémon hat als vorher. Sonst hat er ja mal zwei Pokémon gehabt. Naja, hat eins dazu bekommen. Okay. Ein Snubbinicat. Wir fangen mit Kingler an. Ich glaube, Kingler, Rizeros und Krabhammer und Machomai hatte eigentlich in der 8. Arena, zumindest im Anime, abgesehen von Mewtwo, wo Jesse und James die Arena übernehmen. Beende es mit Stampfer. Schön. Krabhammer hat ganz schön reingehauen. Und Rihorn, er hat keinen Rizeros. Schade eigentlich. Krabhammer!
Krabhammer haut wirklich rein. Wahnsinn. Man kann ja gleich mal gucken, wie viel Stärke das hat. Nidoqueen. Müsste vom Typ Boden sein. Eistypen hat es, glaube ich, nicht. Aber hat. Aber kann Eisattacken erlernen. Keine Chance. Kingler, ich bin stolz auf dich. Raichu Level 46. Ah, wie kannte ich nur verlieren? Nein, unfassbar. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde unsere Übernahmepläne der Silk Company aufgeben. Fürs Erste. Aber Team Rocket bleibt bestehen. Alle Pokémon auf dieser Welt existieren nur zu unserem Nutzen. Vergiss das niemals. Ich ziehe mich erstmal zurück. Aber meine Zeit wird noch kommen. Du wirst schon sehen. Danke, dass du uns gerettet hast. Der Präsident und die Belegschaft sind dir dafür zutiefst verbunden. Ich danke dir für deine Hilfe, mein lieber Junge. Haha, da hast du recht. Dich darf ich natürlich auch nicht auslassen, mein kleiner Freund. Ich werde niemals vergessen, dass ihr uns aus unserer Notlage gerettet habt. Oh, ich will natürlich auch noch mich dafür erkenntlich zeichnen. Ich könnte dir alles geben, was es für Geld zu kaufen gibt. Aber warum machen wir es nicht etwas spannender? Dankeschön. Wenn du das in den Händen hältst, findest du mit Sicherheit im Kainladen. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du garantiert jedes Pokémon. Wir haben allerdings nur dieses eine Exemplar fertiggestellt. Ich wäre dir also verbunden, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest. Was ist das eigentlich für eine Landschaft hier? Sieht nach einem Lavados aus, oder? Keine Ahnung. Könnte Vertania-Wald sein. Jetzt würde ich noch mal gerne zu diesem Porygon-Typi da gehen. Ich weiß aber nicht, welche Etage. Wir sind in der zweiten, oder? War Porygon in der ersten? Nein. Eventuell in der dritten. In der Hoffnung, dass wir Porygon auch bekommen. Weil ich wüsste halt nie sonst, wo ich Porygon herbekommen soll. Abgesehen von Pokémon Go, ja, aber... Vielleicht im vierten Stock. War hier nicht noch ein Typ mit Porygon? Oder war der noch höher? Ich weiß es nicht mehr. Okay, der war dann anscheinend woanders. Der ist dann wahrscheinlich weg. Okay, werde ich mich offscreen drum kümmern. Denn jetzt haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit, zur Arena zu latschen. Ja, die liebe Sabrina wartet nämlich auf uns. Vielleicht schaffen wir das sogar auch noch in diesem Part. Ich beeile mich auch. Ich bin heute später in die Firma gekommen, weil ich ein Weilchen blau machen wollte. Und kaum bin ich wieder da, muss ich erfahren, dass Team Rocket... was Team Rocket hier angestellt hat. Das war vielleicht ein Schreck, sage ich dir. Oh, da habe ich gar nicht gesehen. Jedes Werkzeug kann man sowohl zum Guten als auch zum Schlechten verwenden. Wenn ich daran denke, was Team Rocket mit der Technologie der Silk Company hätte anstellen können, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir haben es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Du hast Giovanni besiegt, oder? Ich war gerade draußen vor der Stadt, weil ich diesem Atlas auf den Fersen war. Und dann kamen plötzlich die ganzen Rüpel von Team Rocket aus Safronia City rausgerannt. So richtig Hals über Kopf. Was für ein Glück, dass du so ein guter Pokémon-Trainer bist. Ich muss leider zugeben, dass ich selbst ziemlich Bammel hatte. Ich meine, was wäre wohl aus uns geworden, wenn wir gegen diese Fieslänge nicht angekommen wären? Ich bin so froh, dass wir die Silk Company zusammen retten konnten.
Wir sorgen schon dafür, dass niemand mehr so unter Team Rocket zu leiden hat, wie das kleine Dragosso. Jetzt, wo der ganze Ärger vorbei ist, können wir wieder uns in Ruhe den Arenen widmen. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus, Totti? Warst du schon in der Arena von Sophronia City? Nein. Und wie viele Orden hast du denn überhaupt? Wow, so viele schon. Ich glaube, wenn wir beide so weitermachen, schaffen wir es irgendwann noch in die Pokémon-Liga. Wir lassen uns nicht unterkriegen, okay? Nein. So. Jetzt erstmal ins Pokémon-Center. Oh, du bist doch der Dude. Wow, du hast Team Rocket vertrieben. Vielen Dank. Wie wär's? Willst du ein Pokémon trainieren, das von der... Jawohl. Ich hätte mich tot suchen können. Aber hier bist du ja, Bro. Damit hat sich das auch gegessen. Damit hätten wir Porygon. Schön. Eigentlich sollten wir in der Arena relativ zügig vorankommen, weil wir unser Evoli mit dem Spuckball haben. Aber wir müssen Evoli nochmal nach vorne setzen, fällt mir gerade auf. Bewegen. Ja, Kingler hat es schon drauf. Mit dem Krabhammer. Warte mal. Magnetilo! Hier in Kanto gibt es zwar keine entsprechenden Arenen, aber Stahl-Pokémon faszinieren mich einfach ungemein. Sie eignen sich hervorragend für den Kampf gegen Fee, weißt du? So, jetzt will ich aber schnell in die Arena. So, damit wären wir in der Arena von Sophronia City. Die Arena-Leiterin ist Sabrina. Natürlich setzt sie auf Psycho-Pokémon. Ihr Signature sollte eigentlich Simsala sein. Im Anime verwandelt sie Misty und Rocco in Puppen. Aber gut, hau die zukünftige Champ. Wenn das dein erster Besuch in dieser Arena ist, haut es dich bestimmt ganz schön aus den Socken. Bombastisches Design, oder? Sophronia City ist die größte Stadt Kantos. Dementsprechend große sind auch die Anforderungen, die wir an viele Trainer stellen, die sich hier beweisen wollen. Eines deiner Pokémon muss mindestens Level 45 erreicht haben, sonst darfst du hier leider nicht rein. Zeig mir doch ein Pokémon aus Level mindestens 45. Na komm, kriegst du mal eine Raichu zu sehen. Das sieht gut aus. Du hast ein Pokémon dabei, das mindestens 45 erreicht hat. Ja. Oh Gott. Machen dir unsere Psychokräfte Angst? Nein, ganz im Gegenteil. Ich freue mich eigentlich schon darauf. Natürlich. Wir schlafen jetzt zwar, glaube ich, ein, aber das ist nicht allzu schlimm. Wir bleiben. Beutel und zwar Aufwecker. Psychokinese tut weh. So. Spukball beende es, Evoli. Ja, moin.
Oh, eine Exorzistin. Hallo. Aha, ein Trainer, der ziellos durch diese Welt irrt. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wo ich bin, aber wir finden Sabrina schon. Apollo. Spukball. Und noch ein Apollo. Oh. Hat hier auch jemand einen Gengar? Noch jemanden? Sabrina ist zwar jünger als ich, aber ich habe trotzdem großen Respekt vor ihr. Das sollte man auch. Sie sollte man nicht verärgern. Eine Rosana! Psycho-Eis-Pokémon? Da gehe ich lieber mal auf den Risikotackle. Rosana haben wir übrigens auch noch nicht gesehen und können es eventuell bei den Seeschauminseln fangen. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Ja, super. Ah, okay, hier waren wir noch nicht. Okay. Ich kann die Zukunft sehen, du und ich. Wir werden kämpfen. Ja, das ist... Davon gehe ich auch aus. Drei Pokémon hast du denn? Was hast du denn Schönes? Natürlich Geister-Pokémon. Spukball. Level 48 für Taubos. Noch ein Apollo. Hast du drei Apollos? Wenigstens ein Nebulak oder so wäre noch ganz schön. Also. Es wird 10 Jahre 48. Drei Apollos. Oh, hier haben wir noch einen Astrainer.
Obwohl Sabrina noch so jung ist, hat sie es bereits zur Arenaleiterin geschafft. Diese Stelle hat sie sich hart erarbeitet. Wenn du also gegen sie kämpfen willst, musst du dir dieses Recht ebenfalls erst erarbeiten. Hat er nicht ganz unrecht? Ah, was hast du denn Schönes für Pokémon, lieber Ass-Trainer? Zwei sogar. Ein Kadabra. Spukball. Zwei Kadabras hast du? Das ist ein bisschen... Ja. Aber gut. Simsala wäre ja zu overpowered. Das muss ja, ist ja nur für Sabrina das Signature-Pokémon, ne? Aber Pantimos hätten sie nochmal einbauen können. Na? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier ist auch noch eine Trainerin. Oh, wow. Ein Trainer. Diese Arena ist eine bekannte Trainingsstätte, Trainingsstätte für übersinnliche Begabte wie mich. Du willst Sabrina herausfordern? Oder? Das kann ich sofort erkennen. Ja, ist ja auch nicht... Ist ja auch so schwer, ne? Ein Pokémon hast du nur, das gefällt mir. Eine Hypno. Da gehe ich kein Risiko ein. Risiko-Tackle. Level up für Evoli. Okay. So, dann machen wir das nochmal schnell in diesem Part hier. Aber als allererstes Medizintasche. So. Evoli kommt natürlich wieder nach hinten. Lassen wir doch Kingler anfangen, oder? Ja. So, Sabrina. Da bist du ja. Ich habe vorausgesehen, dass du kommen würdest. Seit ich als Kind mal einen Löffel runtergeworfen habe und er sich auf unnatürliche Art verbogen hat, weiß ich, ich besitze übernatürliche Kräfte. Deshalb nennt man mich auch die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ich kämpfe nur ungern, aber deine Gedanken verraten mir, dass du darauf bestehen wirst. Oh, ihre Augen. Wenn es dein Wunsch ist, werde ich dir zeigen, zu was ich fähig bin. Also mindestens drei Pokémon müsste sie haben. Vier sogar, okay? Ich denke mal Abracadabra, Simsala und Pantimos, okay? Auf geht's, Kingler. Krabhammer. Das wird ja nicht viel bringen. Erstes Pokémon ist down. Oh, ein Lamos. Wir wechseln zu Raichu. Donnerschlag. Lamos hat eine heftige Verteidigung. Und natürlich kommt der Gegner. Raichu. Komm, schnell, hau nochmal schnell einen Donnerschlag raus. Bevor du einschläfst. Zack. Nein. Spezialverteidigung von Lamos steigt. Ja, Mist.
Wir müssen auswechseln. Sagt Sinja, auf geht's. Sollten wir gut wegstecken. So. Rasierplatz. Jawohl. So, das war's mit ihrem Pokémon. Zwei hat sie noch. Rosana. Glurak, deine Feuerkünste werden benötigt. Feuerwirbel. Okay, sie hätte aber auch eine Eisattacke raushauen können. Gut. So, noch ein Feuerwirbel und dann sollten wir es eigentlich haben. Ah, nicht ganz. Nein, wir schlafen! Der eine hat Gene, der eine hat einen Todeskuss. Wir bleiben drinne. Level up für Glurak, auch wenn es schläft. 47. Jetzt kommt wahrscheinlich ihr Signature, ne? Natürlich, da ist es. Simsala! Level 44, wir schlafen noch. Komm, Feuerwirbel. Das war's für Glurak. Komm zurück, du hast dich gut geschlagen. Ich hoffe, Raichu wacht auf. Weiß es aber nicht. Donnerwelle Raichu. Auf! Jawohl! Donnerwelle! Haben wir Simsala wenigstens nochmal was reingehauen. Ja. Obwohl es... Ich kann mir gut vorstellen, dass Simsala eigene Kraft hat, wo es sich mit heilt. Abgesehen von Genesung, aber für die Statikprobleme. Auf geht's, Kingler! Krabhammer. Nein. Halte durch, Kingler. Ein One-Hit. Nein. Sagt Senja, auf geht's. Vielleicht hätte ich es vergiften sollen. Psycho-Attacken sind nicht gut gegen uns. Wir sind vom Typ Gift. Na komm, Rasierblatt. Wow. Aber Rasierblatt hat gut reingehauen. Muss ich ja sagen. Taubos. Ich verlasse mich auf dich. Luftschnitt. Wir sind sowieso schneller. Das sollte hoffentlich ausreichen. Und so ist es. Sie hat sehr stark. Sie hat einen sehr starken Kampf geleistet. Also. Hingelegt. In Anerkennung deines Sieges verleihe ich dir den Sumpforden. Jo, Evoli, damit hätten wir den 6. Orden, oder? Mit dem Sumpforden gehorchen dir nun alle Pokémon bis Level 70. Okay. Gedankengut. Natürlich. Alles gut.
Okay, dann würde ich sagen, setzen wir hier eine Karte. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Poker Thursday wieder. Bis dann.